Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Nein, Map-Vorstellung. Jetzt sei doch mal ein bisschen leiser mit deinem Auto. Zusammen mit meiner wundervollen Frau. Hallo. Hallo. Und zwar, eigentlich sollte diese Map-Vorstellung, die ihr jetzt hier seht, gestern schon kommen. Aber, und das ist jetzt kein Witz, bei uns ist mitten in der Aufnahme des Internets ausgefallen. Und dementsprechend konnten wir keine... Also mussten wir mittendrin die Aufnahme beenden und haben uns gedacht, wir fangen nochmal von vorne an. Welche Karte ist das hier? Wir befinden uns hier im Mühlenkreis Mittelland. Aktuelle Version im Forum der LS Mod Company zu finden. Die ganze Map ist von da, ist aus dem LS 17, wenn ich es richtig weiß. Und befindet sich halt jetzt im LS 19 in einem relativ guten Stadium, weil schöne Deko und alles. Mir gefällt sie auf den ersten Blick, was ich schon gesehen habe. Weil wir gehen hier mit euch natürlich nochmal die Runde, die wir gestern schon angefangen haben, wo wir mittendrin unterbrochen wurden. Was wir sagen können, ist auf jeden Fall... junge Frau? Mhm. Was wir sagen können, ist auf jeden Fall... Uns gefällt? Hör auf, aus dem Weg zu laufen! Bleib stehen! Was wir auf jeden Fall sagen können, ist, der Hof ist komplett vorgefertigt. Ja. Mit einem großen Aber. Dramatische Pause. Ja. Entschuldige. Ist alles okay? Ich hab den Trommelwirbel vergessen. Okay, Moment. Der Hof ist komplett vorgegeben, aber... Die haben doch gar... Ach so. Du musst was sagen, wenn der Trommelwirbel aufhört. Ach, ich soll das sagen? Ah, jo. Ach so, ja, muss ich nochmal machen. Okay, der Hof ist komplett vorgefertigt, aber... Kommt dir nicht langsam die Finger hoch. Man kann die Gebäude verkaufen, wenn man das möchte. Korrekt. Man kann die Gebäude komplett verkaufen. Also man kann sämtliche Häuser... Ich gehe mal ganz kurz... Moment, gehe mal in die Shop-Kategorie. Hier. Man kann... sämtliche Gebäude, die auf diesem Hof sind, verkaufen, zu einem unglaublichen Preis von 0 Euro. Also man kann damit kein Geld verdienen. Es geht dabei lediglich darum, dass wenn euch der Hof so nicht gefällt, schmeißt die Gebäude runter. Ihr seht auch, das sind alles diese platzierbaren Gebäude von der Modding-Welt. Ihr könnt sie auch über die Shop-Kategorie zurückkaufen. Das ist alles überhaupt gar kein Problem. Sie kosten dann unglaublich 1 Euro. Das ist halt dafür da, dass ihr den Hof, wenn ihr wollt, umgestalten könnt nach eurem Vorstellungen. Und wir gehen mal mit euch eine kleine Runde. Du bist so eine Quatschmacherin. Sowas von. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Auf jeden Fall. Wir gehen einmal mit euch, einmal außenrum, einmal die Runde. Wir haben hier ein wunderschönes Bauernhaus. Das ist dasselbe Bauernhaus, wie es standardmäßig gibt. Nur mit einem Unterschied, was meine tolle Frau euch mal kurz zeigen wird, was der Unterschied zu diesem Bauernhaus zu dem anderen ist. Es gibt eine Tür. Wow. Man kann rein, ja. Gut, das kennen wir ja auch. Genau. Das ist ja so neu jetzt. Hey. So neu jetzt auch nicht, aber ich... Aha. Hab an der Tür gehangen. Ach so. Aber du, Entschuldigung? Jetzt habe ich es vergessen. Also das Haus an sich ist halt nicht neu. Das Neue ist wirklich die Tür. Das ist der Unterschied. Gefällt mir aber so ganz gut. Also mit der Tür macht das Ganze was her. Was ist? Kommt man da gar nicht rein? Ich glaube nicht. Warte, ich probiere es seitlich. Stimmt, man kommt nicht durch die Tür. Ah nein, nein, nein. Au. Oh Mann. Auf jeden Fall. Aber hier kommt man rein. Hier haben wir das Hofsilo. Mit einer Besonderheit, nämlich dem Laden- und Entladepunkt an derselben Stelle, was meine Frau euch auch mal kurz zeigen wird. Mhm. Kann man hier umschalten auf Laden und Entladen. Genau. Und da öffnet sich hier unten die Klappe, beziehungsweise geht wieder zu. Finde ich gar nicht mal so schlecht, das Feature. Gefällt mir. Und das Hofsilo sowieso, es sieht gut aus, es gefällt mir. Hier neben sind noch ein paar Unterstellmöglichkeiten, ein paar Hallen. Da könnt ihr natürlich hier... Hallo? Hm? Das ging das Tor nicht auf? Warte mal. Oh, doch jetzt. Dankeschön. Wieso macht er das bei mir nicht?
Habe ich Ich bin dem Hof beigetreten. Egal. Auf jeden Fall hier noch ein paar Unterstellmöglichkeiten. Genauso wie hier drüben. Eine kleine Garage, wo ihr zum Beispiel Fahrzeuge, so, ne, euren Geländewagen, euer Auto, was auch immer ihr fahrt, könnt ihr hier reinstellen, könnt ihr hier unterstellen. Und betanken. Und betanken. Muss aufpassen, ne, Schatz? Fahr hier nicht über den Tankschlauch, ne? Mhm. Und den Werkstattpunkt. Das ist der hier vorne vor. Das ist der Triggerpunkt für die Werkstatt. Hier an der Seite geht ihr rein, konfigurieren. Und dann passt das. So. Im weiteren Verlauf haben wir hier... Was haben wir hier? Das hier ist der Schlafstall. Genau. Mit einer Besonderheit, die ich euch gleich zeigen werde, wenn meine Frau mitspielt. Versteht sich? Auf jeden Fall hier eine kleine Schafweide. Relativ übersichtlich, relativ gut. Und mit einer Besonderheit, weil man kann die Schafe echt präsentieren. Ich sag nur, Vorhang auf! Wow. Finde ich gut. Mhm. Oh, man kommt aber nicht darüber. Oh nein. Hilfe. Oh nein, ich bin gefangen. Hier ist auch irgendwas angezeigt. Ich weiß jetzt nicht, ist das jetzt nur Deko oder echt irgendwie, dass es vielleicht zählt, wie viele Schafe da drin sind? Warte mal, ich komme mal rüber. Auf jeden Fall, alles ist ordentlich beschriftet, ne? Wenn ich dir mal deinen Satz vorwegnehmen darf, den du gestern an der Stelle hier gesagt hast. Wasseranlieferung und hier oben die Wollentnahme. Die Wollentnahme finde ich cool, dass die hier oben ist. So muss man ein bisschen mit der Rampe hier arbeiten. Die Tür hier ist nur Deko, die geht nicht auf. Musst du da jetzt nur seitlich ranfahren oder hoch kommst du ja nicht in dem Fall? Du musst mit dem Frontlader hier abladen. Okay. Stimmt, da unten ist tatsächlich eine Zahl. Weil die Frage ist, das jetzt irgendwie eine Anzahl, wie viele Schweine da drin sind oder. Es sieht aus wie Deko. Meinst du? Man müsste es halt ausprobieren, wenn man diese Map mal spielen sollte. Genau. Auf jeden Fall. Oh, hier. Zwei schöne Durchfahrsilos. Schön in dem Sinne, weil hier auch jemand sich die Mühe gemacht hat. Hier ist ein Weg drumherum. Das ist stimmig. Also den Hof an sich müsste man eigentlich so rein von den Gebäuden gar nicht umbauen, finde ich, wenn man jetzt die Map spielen will. Also wenn wir beide uns jetzt überlegen würden, diese Map zu spielen, würde ich den Hof gar nicht großartig umbauen. Ich würde ein bisschen mehr Deko vielleicht noch mit reinbringen. So ein paar Blümchen. Mit Deko kannst du arbeiten. Ich finde alles, den Hof, wenn man drauf schaut, so ein bisschen karg. Das schon, aber die Aufteilung an sich ist super. So, wenn man jetzt hier so die Wand sich zum Beispiel anschaut, hier würde mir spontan was einfallen. So ein bisschen als Deko. Kannst doch hier noch so ein Mittelpunkt mit Baum zum Beispiel. Das ist ja auf den Höfen auch immer. Oder ein paar Büsche hier an dem Haus vorne, wo du gerade warst. Genau, sowas, ne? Also so ein bisschen. Genau, dann lockert es ein bisschen auf, aber ansonsten ist eine super Aufteilung. Kleine verspielte Deko. Hier noch einmal einen ganz unscheinbaren Unterstand. Den zeige ich euch nur mal so ganz kurz. Nichts Besonderes, Holz. mit Holz. Achso, hier ist doch Brennholz von euch. Falls ihr das sucht, ne? Wenn ihr im Haus heizen wollt, hier. Und was haben wir denn da? Ich nehme an, das ist der Schweinestall. Wie kommst du da drauf? Das sieht so aus. Warte, nochmal. Nein, du musst mal die Tür aufmachen, warte. Wie kommst du da drauf, dass das der Schweinestall ist? Das haben wir doch gestern schon berichtet. Ach Mensch, ich stehe doch jetzt hier drin. Jetzt sagen, ach, bist du, weil du drin stehst, so wie. Das hast du. Habe ich das gestern gesagt? Ja. So was sage ich. Ja. Und dann bist du gestern. Ich bin gemein. Dann hast du gestern etwas gemacht, was du jetzt gerade nicht machst, weil du bist nämlich gestern hier an den Fenstern vorbeigelaufen und hast auf der anderen Seite die Tür aufgemacht. Auf jeden Fall, Schweinestall. Nochmal ganz kurz, Schatz, warte. Geh sofort weiter. Alles ein bisschen draußen zum Aufnehmen, zum Reinführen. Wobei hier die gleiche Anzeige ist, Schatz. Vielleicht hast du recht und das ist doch eine Anzeige. Ist auch nämlich eine dran. Und hier draußen die Schweineentnahmestation mit Kran. Das finde ich übrigens sehr spannend, dass da jemand einen Kran dran gemacht hat, um die Schweine zu entnehmen. Finde ich gut. Bisschen makaber, aber kann man machen. Gülleentnahme, natürlich Wasseranlieferung. Und Mistentnahme. Alles hier auf der Seite. Finde ich recht übersichtlich. Ich finde den Stall auch nicht zu groß irgendwie. Ich finde, der Schweinestall wirkt gut, wirkt passend. Mhm. Dann haben wir hier noch.
Was haben wir denn hier? Da haben wir gestern drüber geredet. Jetzt wissen wir es, ja? Was ist das? Naja, eine Halle für den Unterstand. Der Heuboden. Heuboden. Ach ja, ich vergesse mal nach oben zu gucken. Genau. Auf jeden Fall, genau. Hier kannst du, oder hier könnt ihr Heu entnehmen und hier draußen ist ein Gebläse, hier könnt ihr das Heu reinpusten. Oben schön auf dem Boden, da könnt ihr das lagern und dann wieder entnehmen. So, dann haben wir hier noch die, eine der Hallen von Vertex Design, also sprich aus dem Mod-Hub, ja, zum Unterstellen von Maschinen. Gefällt. Und jetzt sind wir an der gleichen Stelle, statt Spannung. Gestern ist es hier abgeschmiert. Das stimmt, ja, aber da war ich gestern ja auch nicht mehr wirklich anwesend. Das ist der Kuhstall. Genau, da war gestern bei uns beiden nichts. Nein, mehr ist, zu machen. Nee, ja. Auf jeden Fall. Da war dann Kuhstall mit Milchkammer, mit Melkstand in einem separaten Raum. Milchkammer kann man nicht betreten, Tür ist nicht zugänglich. Das ist aber, nur Deko. Genau, aber ich finde ein recht übersichtlicher Stall. Also. Er ist schön, er gefällt mir, ist ordentlich, ja. Ich spring mal kurz rüber. Hier hinten mit Tieranlieferung und Mistentnahme, kleine Weide. Hier hinten ist das Milchabholung. Kannst du dann... Unschwer zu erkennen an die Milch auf dem Boden. Steht ja auch. War mal dran, dass hier Milch gibt. Ja, Milch und Milchabholung ist genau. doppelt sicher ist sicher. Achtung, Solaranlage. Hier ist Mist, ja. Wo ist die Solaranlage? Da steht, guck mal, hier steht ein Schild. Achtung, Solaranlage. Wo ist die Solaranlage auf dem Kuhstall? Ich weiß nicht, vielleicht auf der anderen Seite. Das ist eine versteckte Solaranlage. Ich sehe nämlich keine. Okay. Das Schild ist ein Faker-Schild. Deswegen auch hier, ne? Vorsicht, freilaufender Bulle. Lebensgefahr. Mhm. Die meinen dich. Und da läuft sie weg. Da läuft bleibt. Sie einfach weg. Der sagt sie was und läuft weg. Ja, ich war... Röster. Wir haben noch was vergessen. Halt, stopp. Was denn? Was ist das da? Was ist was? Das da. Was denn? Das da. Was denn? Das hier. Was denn? Das hier. Wo denn? Na das. Häusle. Ja, aber was ist das? Ich habe keine Ahnung. Was schätzt du? Dein Wohnzimmer? Ach, Hühner, das sind Hühner. Mann! Warum machst du immer die Tür zu? Da ist ein kleiner, aber feiner Hühnerstall. Ach, und hier bringst du das Futter und das Wasser. Ach, hier kannst du Wasser holen, oder was ist das? Nee, das ist der. Das sieht aus wie der Wassertank für die. Kühe? Ja klar, Wasser für die Kühe und hinter dir ist Gülle. Ah ja, okay. Das heißt, bei den Hühnern lieferst du einfach alles hier vorne an. Und aber hier bringst cool. du die Tiere, aber das sind zwei direkt daher. Ja, Tieranlieferung und Eierabholung. Die Eier müssen ja auch irgendwo her. Okay. Ich glaube nicht, dass die da drinnen lagern. Aber das auf jeden Fall auch noch hier. Ich muss also sagen, der Hof an sich ist cool. Ich zeige euch mal ganz kurz die Karte. Die ist nämlich noch recht übersichtlich. Es gibt insgesamt... 27 Felder, wenn ich das jetzt richtig sehe, und ein paar Grünflächen. Können ja mal ganz kurz schauen. Wir können hier den Hof kaufen für 95.000. Wir haben hier so ein paar Grünflächen, hier ein bisschen Wald, hier auch ein bisschen Wald. Und, oh, sogar den... Ui! Man kann sogar den ganzen Rest der Karte kaufen, statt außenrum, der noch nicht bebaut ist. Der kostet dich dann schlappe 211 Millionen Euro. Wow. Nur mal so, okay. Damit du eine Zahl mal gehört hast, ne? Auf jeden Fall... haben wir hier noch so ein paar Verkaufsstellen. Wir haben einen Shop hier, wir haben den Landhandel hier, wir haben Düngerkauf, Saatgutkauf, Mistkauf, Viehhändler, Agravis, BGA, Reifeisen, Saatgut, Kalkstation, was ist das denn noch? Wolle und ein Sägewerk. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir mit unseren tollen Autos, die wir ja haben, mit einem Shelby GT 500, dass wir mit dem mal Richtung Shop fahren. Also den Weg, den... Die haben dich angehupt. Oh, entschuldigen, Nachbarin. Das macht nichts. Die kann das ab.
So, denn der Hof ist recht klein, ist recht übersichtlich. Die Karte ist schön für einen Singleplayer. Also ich glaube, für einen Multiplayer ist es schon wieder schwierig. Wow, Halle. Ja, bitte. Mann. Haben sie dich angehupt? Nein. Hast du sie weggerannt? Entschuldigung. Auf jeden Fall. Hier ist, also für einen Multiplayer bedingt tauglich. Sollte dann nicht allzu große Maschinen haben. Für einen Singleplayer, denke ich mal, mehr als ausreichend. Hm. So kleine bis mittlere Maschinen passt. Hier ist auf jeden Fall der Shop. Hier könnt ihr eure Maschinen kaufen. Ein kleiner J. Linden Landtechnik. Ein kleiner Landhandel. Hm. Es ist bald Cross-Country hier. Finde ich nicht schlecht. Sieht gut aus, der Shop passt. Und ich würde sagen, dass wir von hier einfach mal ein bisschen springen. Würde ich sagen. Gibt's hier eine Stadt? Können wir nicht mal gucken, ob wir irgendwie durch die Stadt durchkommen? In der Tat sind wir durch die Stadt gefahren. Ach, das war's schon. Wenn du auf der Karte mal guckst, dass da um den Hof die paar Häuschen, das ist die Stadt. Wir machen mal Folgendes. So. Pass auf, wir machen Folgendes. Okay. Wir springen mal zum Landhandel, Dünger, Saatgut etc. Gucken uns auch die BGA an und Wollverkauf und sowas. Und zum Sägewerk, da fahren wir nochmal mit dem Auto, weil dann fahren wir nämlich einmal durch die Stadt. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt hier den Landhandel besuchen. Den Landhandel Landi. Da gibt es da drüben doch einen Shop. Warte mal, da ist doch da drüben noch ein Landi. Nee, Ledli. Wie heißt der? Ledli. Der Laden drüben heißt Ledli. Ledli, okay. Den siehst du ja vom Hof aus auch. Ja. Also hier auf jeden Fall der Landhandel. Hier könnt ihr eure Ware verkaufen, logischerweise. Und könnt... Ist was da? Ist was so ein Laden angedeutet hier. Ist auch nett. Ja, das fehlt bei der... Birkenfeld. Birkenfeld fehlt das noch als im ALDI. Mhm. Auf jeden Fall hier noch... Oh, hier ist eine Waage. Wenn man rausfährt, okay. Oh, guck mal. Guck mal. Wo bist du? Ja. Also, dein Roller ist da. Mhm. Nicht schlecht, gefällt mir. Komm, wir gehen mal. Ist aber rundherum so angedeutet. Hier hinten ist das Lager angedeutet. Das ist, da haben sie sich Mühe gegeben. Guck mal, hier steht. Rasenmäher. Rasenmäher. Hampel. Kannst nichts machen. Kaufst du mir einen Rasenmäher? Ja. Das ist cool. Nehme ich. Bitte, bitte, bitte. Bitte. Ja, der Landhandel gefällt mir. Wenn wir jetzt hier hinten weitergehen, gehen wir da durch die Wand, durch die Mauer hier. Hier. Links. Stopp. Kommen Sie mal mit, junge Frau, hinter Ihnen. Wo? Ach so. Kommen Sie mal mit. Hoppa. Ich fang. Ja. Hier haben wir nämlich das Gartencenter für Mist, Saatgut etc. Das können wir alles hier kaufen bzw. hier abholen. Ja, das könnt ihr hier aufladen, aufsammeln, abholen, wie auch immer. Ja, da habt ihr hier, das würde ich sagen, ist Mist, Verkauf. Das Punkt. Und Saatgut und sowas könnt ihr alles auch hier kaufen. Finde ich nicht schlecht. So ein kleines Gartencenter. Sieht gut aus. Gut angedeutet. Mhm. Also gut gemacht. Ja, schön gemacht. Optisch sehr schön. Dann lass uns mal weiterspringen. Viehhändler und Agravis in die Richtung. Ich bin zum Vieh... Ja, genau. Das ist der... Ah, der Standard-Viehhändler, Schatz. Ja, den kennen wir. Den magst du. Standard-Viehhändler mit... Was sind das? Okay. Okay, also ein bisschen amerikanisch angehaucht, der Viehhändler. Leicht. Oh. Mhm. Oh, die Agravis ist aber groß hier. Kommt kein Zug. Das hier ist die Agravis. Da können wir einfach mal rüberlaufen. Guck mal, da füllst du, da lädst du hier ab. Mhm. Die ist nicht schlecht gemacht. Die sieht gut aus. Mhm. Ich finde das schön, wenn das diese großen Silos sind, wo das auch wirklich drin gelagert wird. Vor optisch. Gefällt mir. Sieht gut aus. Auch das Gebiet hier an sich, das sieht stimmig aus, ne? Mhm. Das wirkt gut gemacht. Lass uns mal zur BGA rüberspringen. Oh. Ah, Gott sei Dank. Ah, okay. Oh, der Fermenter in so einem Haus drin. Cool. Mal, da musst du reinladen. Okay. Das ist nicht schlecht.
Okay, zwei große Keilsilos, ja gut, da lässt sich drüber streiten, die BGAs haben sie. Ich finde sie optisch immer nicht so schön, wenn die so riesig sind. Aber kann man mitarbeiten, kann man machen, wenn man jetzt hier die Felder drumherum hat zum Häckseln und dann packt man das hier rein, ja. Ja, schlimmer ist, wenn du die am Hof hast. Also hier können sie ja sein. Ja, die beiden am Hof finde ich stimmig, muss ich ganz Ja, ehrlich die sagen. sind super, die Die sind nicht passen. schlecht. Dann lass uns jetzt nochmal Richtung. Kriegen wir. Ja, Reifeisen, kriegen wir Reifeisen an? Jep. Weil Reifeisen hat ja hier alles. Auch nochmal Verkauf, Ankauf, Verkauf. Ist ja auch nochmal alles hier. Saatgut, Wolle. Oh Gott. Hörst du das? Das Windrad da draußen. Oh. Okay. So viel Wind ist gar nicht. Ja, cool. Oh, guck mal hier. Was denn? Eine kleine Grillhütte. Ach, das ist ja nett. Eine Picknickzeit. Bin ja immer weg. Nee, das ist echt nett. Ein bisschen laut durch das Windrad, aber. Ja, deswegen ist wahrscheinlich auch gerade nicht besucht hier. Ja, cool. Nee, auf jeden Fall. Gefällt mir. Oh, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Ich wollte eigentlich die Karte aufmachen. Also, wie gesagt, klein, aber fein. Kalkstation, Saatgut bei der Raiffeisen. Ich würde vorschlagen, du kommst nochmal zu mir. Also, drück mal Tab, dann bist du in deinem Auto. Dann lass uns nochmal kurz. Also, warum die Karte Mühlenkreis heißt, weil da vorne die Windmühle steht. Nur mal kurz nochmal am Rande erwähnt. Da vorne steht die Windmühle. Deswegen Mühlenkreis. Und Agravis Landmaschinenhändler Gärtnerei. Da lang. Okay. Wir werden uns jetzt nochmal das Auto schnappen und fahren nochmal zum Sägewerk durch, weil die, die Forst hier machen wollen, für die interessiert wahrscheinlich auch noch das Sägewerk. Schnapp ich mir mal mein Auto. Also ich dich mal vor. Okay. Ich dachte, du wolltest mich vorlassen. Okay, Gas. Los geht's. Pass auf, hier müssen wir rum. Guck mal, Schatz, das hier ist die Stadt. Also für die Größe der Karte ist das ausreichend, finde ich, als Gebäude. Beziehungsweise so als Städtler angedeutet, finde ich ausreichend. Ja, gut, die Karte ist ja nicht groß, das stimmt schon. Wenn die Karte jetzt erweitert wird oder noch größer wird, dann würde ich sagen, okay, bitte ein bisschen mehr. Oh, ein Fluss. Schön. So, Sägewerk. Jetzt sind wir, glaube ich. Nee, wir sind nicht an der Einfahrt vorbei. Oh, ich habe einen Parkplatz. Das Auto blockiert. So, das Sägewerk. Ist wieder dieses schöne große, was wirklich auch viel Fläche in Anspruch nimmt. Finde ich gut. Für die Leute, die Forst machen, finde ich es gut. Ich, wie gesagt, wir beide persönlich sind nicht so die Forstmenschen. Nee, gar nicht. Dementsprechend für uns ist es hier, oh ja, es ist ein Sägewerk, toll. Es kann auch hier bleiben. Das ist so unsere Definition eines Sägewerks. Oh, guck mal, hier ist sogar ein Häuschen. Mal, hier schwimmst du richtig Ah, in dem Wasser. wie bei uns auf der, Ja. auf der Kleinstelle war es auch, ne? Genau, das finde ich toll. Das ist wirklich cool. So. Aber das alles in allem, schöne Karte. Also so von den Gebäuden. Das war es jetzt auch von den Verkaufspunkten. Bleiben wir mal hier beim Sägewerk stehen. Dein Fazit, mein Schatz. Also mir gefällt's. Sehr, sehr schön gemacht von der Landschaft her, von der Aufteilung her. Sie ist halt kleiner. Also wie gesagt, für ein Single-Projekt oder auch für zwei, drei Leute finde ich ideal. Also mir gefällt's. Ich habe gar nichts zu meckern. Ja, muss ich auch sagen. Also dafür, dass sie ja ursprünglich aus dem LS17 kommt, wie man am Ladescreen der Karte sehen kann, finde ich,
ist sie optisch auf einem sehr guten Stand. Ja, absolut. Also vor allem das Optische finde ich toll. Schön gemacht. Von der Größe der Karte stimme ich dir zu. Singleplayer bis so für uns beide mit kleinen Maschinen wäre auch okay. Also für zwei Leute mit kleinen bis mittleren Maschinen durchaus. Halt mit dem Hof super gelöst, ne? Du kannst ihn stehen lassen, du kannst es aber auch selber machen, das ist so ein super Mittelding. Ja. Oder nur ein paar Sachen verändern. Also so gesehen ist es eine tolle Karte. Genau, und das ist auch das, was eigentlich so der ausschlaggebende Grund ist, dass du halt eine Karte wirklich komplett ändern kannst, umgestalten kannst, den Hof dementsprechend. Das finde ich gut. Mhm. Das finde ich gut. Ich persönlich muss sogar gestehen, wäre bei der Map so weit zu sagen, ich würde es so lassen, wie es ist, tatsächlich. Mhm. Ja. Weil es sieht optisch stimmig aus. Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, die Map, ihr findet sie einmal hier unten in der Videobeschreibung. Logischerweise, da gibt es immer einen Link zu der Map. Und ansonsten schaut im Forum der LS Mod Company vorbei. Da gibt es diese Map. Da wird es in Zukunft, denke ich mal, auch noch ein paar mehr Maps geben. Es wird auch noch ein paar mehr Mods geben. Dementsprechend bleibt am Ball, aktiviert das Glöckchen, dann kriegt ihr auch immer mit, wenn wir eine Map-Vorstellung machen oder wenn ein Video kommt. Schaut gerne bei den anderen Videos rein und wir beide wünschen, oder für uns beide soll es das für heute Abend gewesen sein. Wir würden uns freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst bei uns beiden. Was ist denn los heute mit mir? würden uns natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Und wünschen euch bis dahin einen wunderschönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut. Und sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.